Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben sehr viele und wichtige Themen in dieser Woche, in diesen Monaten zu diskutieren. Aber ich bin außerordentlich dankbar, dass wir zur besten Sitzungszeit heute auch mal über den deutschen Film sprechen. Denn vom deutschen Film sind wahrscheinlich alle Bevölkerungsanteile betroffen. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir auch mal zu dieser Zeit darüber diskutieren. Der deutsche Film hat auch im letzten Jahr wieder Rekorde eingefahren. Insgesamt war es ein Rekordjahr in Folge. Über 136 Millionen Kinobesucher haben für einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro gesorgt. Der deutsche Film hat einen Anteil von 30% erobert, und das ist aus unserer Sicht eine erfolgreiche Entwicklung. Mehr als 92% der deutschen Filme wurden von den Kinobesuchern mit hervorragend und gut bewertet. Und über diese Erfolge dürfen wir uns freuen. Und ich darf daraus folgern, dass die filmpolitischen Rahmenbedingungen bisher gut gesetzt waren. Und daran wollen wir mit dem neuen Gesetz anknüpfen. Bei dieser Novellierung haben wir auch den technischen Wandel einzubeziehen, der selbstverständlich Einfluss auf das Zuschauerverhalten hat und der auch die Branche vor neue Herausforderungen stellt. Uns ist es ein Anliegen, die Qualität zu fördern, hochwertige deutsche Filme im Bereich des Kurzfilms, beim Kinderfilm, der mir besonders am Herzen liegt, beim Dokumentarfilm und natürlich auch beim Spielfilm. Das vorliegende Filmfördergesetz ist aus meiner Sicht geeignet, das zu unterstützen. Alle Entwicklungsstufen, wie es auch schon die Vorredner betont haben, werden dabei in den Blick genommen, vom Drehbuch über die Projektförderung bis hin zur Vermarktung der Kinoförderung. Das Kino ist gesellschaftlicher Erlebnisort für eine große Zahl von Besuchern und macht deshalb ein besonderes Gemeinschaftserlebnis möglich. Es hat seinen Platz im kulturellen Leben behauptet, und wir wollen das auch in Zukunft stärken und schützen. Filmförderung ist ausgerichtet auf die Schaffung von erfolgreichen Kinofilmen. Daher bleibt auch im neuen FFG das Kino weiterhin die erste und wichtigste Auswertungsstufe. Sperrfristen schützen die Auswertung im Kino, und deshalb gehen wir damit ganz besonders behutsam um. Allerdings wollen wir auch der Entwicklung Rechnung tragen und bei besonders großmedialen Ansätzen, die die gleichzeitige Auswertung in den verschiedenen Stufen erforderlich macht, darf da ein bisschen experimentiert werden, auch für das Ausprobieren neuer Geschäftsmodelle, wenn die Kinowirtschaft an der Herstellung oder nachgelagerten Verwertungsstufen maßgeblich beteiligt ist, kann auf Antrag eine Sperrfristverkürzung genehmigt werden. Damit stehen wir innovativen Entwicklungen nicht im Wege, die ohnehin in der schnelllebigen digitalen Welt nicht vorherzusehen sind. Wenn sich herausstellt, dass ein Filmwerk wahrscheinlich kein Kinoerfolg werden wird, dann soll darauf in Zukunft flexibel reagiert werden können. Sind sich Hersteller und Lizenznehmer einig, dass eine Kinoauswertung keinen Sinn macht, kann auf Antrag auf die Anwendung der Sperrfristregelung verzichtet werden. Das bleibt aber eine Ausnahme und kann nicht einfach wiederholt werden. Von den Kinos wissen wir, wie wichtig ihnen die Dokumentarfilme geworden sind. Es ist begrüßenswert, dass dieses Segment sich zunehmenden Zuspruchs erfreut. Sie stellen einen bedeutenden Anteil am Umsatz der Kinowirtschaft dar. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Dokumentationen, die den Ansprüchen der Zuschauer nicht entspricht, stark gestiegen. Wir wollen durch die Mindestförderhöhe von 100.000 Euro, dass die Qualität des Dokumentarfilms nicht an der mangelnden Finanzierung scheitert. Auch hier bei den Dokumentarfilmen wird bei den Sperrfristen die Möglichkeiten geschaffen, mit der Veränderung der Verwertungsreihenfolge in besonderen Fällen den Erfolg zu erhöhen. Natürlich wieder nur mit Antrag und Genehmigung durch die FFA. Das bedeutet, dass ein Dokumentarfilm zeitgleich im Kino oder mit geringem Abstand auf Bildträgern und auf entgeltlichen Abrufdiensten zu sehen sein kann.
Das Gesetz will sich den neuen technischen Möglichkeiten, dem veränderten Zuschauerverhalten nicht verschließen. Wir wollen aber nicht ohne weiteres die bewährten Regelungen aufweichen. Deshalb ist auch im Gesetz eine Evaluierung vorgesehen. Besonders Kinos im ländlichen Raum haben es schwer. Wir wollen auch die Attraktivität des ländlichen Raumes stärken. Deshalb verpflichten wir Verleiher, Kinos im ländlichen Raum angemessen mit Kopien zu versorgen. Die Kinos werden entlastet, deren Grundkosten für den Betrieb einer Kinoleinwand sind deutlich gestiegen. Wir haben die Umsatzschwellen für die Höhe der Abgabe angepasst. Auch bei den Kinoreferenzpunkten erkennen wir die erfolgreiche Arbeit für den deutschen Film stärker an. So wird es 2 Referenzpunkte pro Besucher geben, wenn der Zuschauermarktanteil des entsprechenden Kinos bereits das 1,75-fache erreicht hat. Wir fördern eben nicht nur den Film, sondern auch die Kinos, weil wir diese wertvolle Symbiose von Film und Abspielstätte als gemeinschaftlichen Erlebnisbereich erhalten wollen. Den Erfolg des deutschen Filmes verdanken wir im Wesentlichen den Produzenten. Auf ihnen liegt die Hauptlast und das Risiko, das mit jeder Produktion verbunden ist. Deshalb war es bei jeder Novellierung ein Anliegen, die Produzenten zu stärken. Das haben wir auch im vorliegenden FFG wieder praktiziert und haben die Darstellung des Eigenkapitalanteils erleichtert durch die sehr flexible Anerkennung von Lizenzverkäufen. Darüber hinaus erlangen erfolgreiche Produzenten in der Referenzförderung einen 25-Prozent-Punkt-Bonus, wenn der Nettoumsatz die anerkannten Herstellungskosten übersteigt. Sehr intensiv, die Kollegen haben es schon angesprochen, haben wir auch den Erlöskorridor für die Produzenten diskutiert. Diese Beteiligung der Produzenten an den Erlösen vom ersten Euro an konnte sich in der Abwägung aller Interessen, aller, die an der Filmauswertung beteiligt sind, eben noch nicht durchsetzen. Aber diese Thematik wird bei der nächsten Novellierung auf jeden Fall wieder aufgegriffen. Wie auch schon angedeutet, ist es ein besonderes Anliegen für uns, den Kinderfilm zu stärken. Wir wollen, dass nicht nur die Erwachsenen aus einer Bandbreite von Themen wählen können. Und das ist für uns ein wichtiger Aspekt. In der FFA-Hitliste der 100 erfolgreichsten Filme der letzten 15 Jahre befinden sich 27 Kinderfilme. Und das freut mich besonders, da ich aus dem Kindermedienland Thüringen komme. Die 10 bis 19-Jährigen waren am häufigsten im Kino und überdurchschnittlich vertreten mit 34% der Zuschauer. Wir wollen unsere medienpädagogische Begleitung im Kinderfilmprogramm verbessern und haben im parlamentarischen Verfahren den Zuschuss von 2.000 auf 5.000 Euro erhöht, damit eben nicht nur Kinderschminken möglich ist. Zusätzlich haben wir uns dafür eingesetzt, dass in der Kommission für Produktion und Drehbuchförderung die Erfahrung mit Kinderfilmproduktion vorhanden ist. Mindestens ein Mitglied muss schon Kinderfilme produziert haben. Wir haben ein neues Filmfördergesetz vorliegen, das den deutschen Film ganzheitlich fördert. Ich darf dem hervorragenden Vorentwurf der Bundesregierung hier lobend dafür danken. Ich darf mich für die gute Zusammenarbeit mit der Branche bedanken und auch unter den Kollegen. Ich glaube, dass man diesem Gesetz mit gutem Gewissen zustimmen kann.